Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom KIMI Report nach einer Woche Unterbrechung wegen unserer Weihnachtsfeier im Taburettli. Die ersten haben wir gesehen, rammelvolle Hütte und hat Spass gemacht. Danke schon vielmals für alle, die gekommen sind. Es wird die letzte KIMI Report sein im 2019. Nachher gibt es verdiente Weihnachts- und Festtagspause und weiter wird es gehen dann Mitte Januar mit neuer Energie. Okay, wir kommen heute zum dritten Teil über den Ersten Weltkrieg und vielen Dank für das Anschauen bisher und wir haben gesagt, wir schaffen noch die 100 Abos in diesem Jahr, wir sind jetzt bei 97 und das wäre ja gelacht, wenn wir nicht noch 3 Abonnenten hinbekommen würden. Vergesst auch nicht, eure Daumen zu geben, die Likes, das macht uns Freude im Sinne von kleinen Weihnachtsgeschenken. Also gehen wir in medias res, in den Februar 1916. Da war es sehr ruhig eine Zeit lang im Nordosten von Frankreich bis am 21. Februar bei Verdun. Es zur bisher größten Schlacht meines Wissens in der Geschichte der Menschheit kam. Deutschland lancierte eine Großoffensive gegen die französische Armee, wollte diesen Teil der Front so schnell wie möglich entscheiden, weil auf der anderen Seite lauerte Russland. Nun, es ist eine der blutigsten Schlachten, vielleicht die Zahlen gehen sehr auseinander, jedenfalls sind es auf beiden Seiten Hunderttausende von Toten. Wir wollen da gar nicht spekulieren, wie viel im Detail. Sie wissen ja, ein Toter ist schlimm, 3 eine Katastrophe, 10 eine große Katastrophe und mehr als 10 sind dann Statistik. Gekämpft wurde eben mechanisiert, eigentlich so der erste wirklich mechanisierte Krieg, vielleicht mit Ausnahme des Burenkrieges, aber da kamen noch mehr Waffen zum Einsatz und auch mit Giftgas produziert in den Bayerwerken in Leverkusen. Offenbar scheint diese Firma nie ganz von komischen Dingen wegzukommen. Jetzt haben sie sich Monsanto angelacht, auch nicht viel besser als das Giftgas. In jedem Fall näherten sich die europäischen Schlachtfelder einem Wasteland und das war natürlich im Sinne des Erfinders, der Intrigenspinner und der Verbündeten, um eine komplett neue europäische oder um nicht zu sagen Weltordnung anzustreben. Ihr erinnert euch vielleicht an Cecil Rhodes 1891, also eigentlich ein Vierteljahrhundert später, gehen da die kühnsten Träume offensichtlich in Erfüllung. Dieser 3 Konspirateure, Stead, William T. Stead, der Journalist, dann Lord Usher und Cecil Rhodes, der war aber schon nicht mehr am Leben, der ist 1902 gestorben, meines Wissens. Dazwischen als Warm-up gewissermaßen, auch wenn das extrem zynisch gegenüber den vielen Opfern ist, der Burenkrieg in Südafrika, wo auch Maschinengewehre getestet wurden, aber noch viel mit Kavallerie und zu Fuß passierte. Und dann England in diesen Krieg hineinzog, aber ein Krieg, den England mindestens so gewollt hat wie die Deutschen. Und Sie erinnern sich, es ging um Profit, um die Kaufleute des Todes im Hintergrund und einer der reichsdekoriertesten Generäle in der amerikanischen Armee vom US Marine Corps, Smedley Butler, der hat das eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht. Kriege werden geführt für den Profit von wenigen auf den Schultern von vielen. Und Kriegsgewinner, auch das ist erstaunlich, der Erste Weltkrieg hat mehr als 21.000 neue Millionäre und gar Milliardäre in den Vereinigten Staaten geschaffen. Das hat der ökonomisch gewandte Soldat und General Smedley Butler errechnet. Er ist auch Buchautor, War is a Racket,
von ihm erschienen und er hat noch einen sehr eindrücklichen Satz gesagt: Trying to educate the soldier out of the sucker class. Das war eigentlich sein Motiv, da die Fahne hochzuhalten für die soldatische Ehre. Und man muss sagen, er war auch kein Unschuldslamm, hat in Südamerika wie immer die Amerikaner ganz krumme Dinge gedreht, aber offenbar wurde er dann im Ersten Weltkrieg geläutert. Und um diese Profiteure, zum Beispiel die Morgans, John Pierpont Morgan Senior and Junior, der Senior starb 1913, konnte also diese Früchte gar nicht mehr richtig ernten, aber sein Sohn ist da bedingungslos in seine Fußstapfen getreten. Er hatte auch einen Partner, Thomas Lamont, und der hat ziemlich ehrlich, aber auch heuchlerisch gesagt, die amerikanischen Bürger waren aufgefordert, neutral zu bleiben in ihrer Haltung und auch in ihren Gedanken. Aber unsere Firma hat nicht einen Moment daran gedacht, neutral zu sein. Wir wussten gar nicht, wie das geht. Vom Beginn an des Krieges wollten wir die Alliierten, also England, Frankreich, am Anfang auch noch Russland, unterstützen. Im Januar 1915 hat J.P. Morgan so den ersten größeren Kredit rübergeschoben an die Briten, 12 Millionen, das war natürlich damals ein ganz anderer Betrag als heute, um Pferde und generell Material für die britische Kavallerie zu kaufen. Bis zum Kriegsende, also 3 Jahre später, waren es dann 3 Milliarden Dollar an United Kingdom, an die Briten, und das war dann wirklich auch ein riesen Betrag für diese Zeit. Und was ist passiert? Es stieg natürlich mit jedem Erfolg der deutschen Armee das Risiko einer Kriegsniederlage der Alliierten, und das war natürlich der Hauptgrund letzten Endes, warum dann auch die USA in den Krieg eingetreten sind, weil sie wussten, dass da ihre Banken, die ihre Spinnenfäden bis tief in die Regierung hineingesponnen hatten, ihre Banken da in den Mund gucken würden. Wenn die Alliierten den Krieg verlieren würden, dann hätten sie natürlich größte Beträge abschreiben müssen. Und darum im April 1917, also als Amerika in den Krieg eintrat, etablierte die Regierung den sogenannten War Loan Act, und da wurde sofort 1 Milliarde Dollar, nochmals, wir sind 1917, oder? 1 Milliarde Dollar für die Alliierten bereitgestellt, und von England, also von Großbritannien, gingen sofort 200 Millionen Dollar zurück. An wen? An J.P. Morgan, also an die Bank. Und die Franzosen, die haben ein bisschen weniger bekommen, die haben sofort 100 Millionen zurückbezahlt für Frankreich oder im Auftrag Frankreich, auch an J.P. Morgan. Also nichts anderes als amerikanische Steuergelder, die dann wieder an dieses Bankhaus zurückgeführt wurden. Das alles unter der Aufsicht von Benjamin Strong, der President of the Fed, also der Zentralbank, die aber gar nicht eben dem Staat Amerika gehört, sondern privat ist, und immer schön unter der Mitbestimmung von J.P. Morgan Jr. Also man kann getrost sagen, und da würde man jeden Prozess gewinnen, dass die Banker, vor allem die amerikanischen Banker, die ganz großen Finanztreiber waren und damit natürlich auch Kriegstreiber. Auch ein ganz charmanter Mann ist Bernard Baruch, der große Tycoon der Federal Reserve und der auch gewissermaßen der Leinenführer war von Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident. Er hat ihm fast blind gehorcht. Unter ihm entstand auch der War Industries Board, also gewissermaßen eine Kriegsindustrieaufsicht oder Vereinigung, und in dem Moment ging es dann richtig los mit der Aufrüstung der amerikanischen Kriegsindustrie, Uniformenproduktion, Waffenproduktion, Munitionsproduktion natürlich, und da pro Jahr gingen da dann mal 10 Milliarden
Steuergelder, Dollar weg und nochmals 10 Milliarden 1915, 16, 17, das, ich weiß gar nicht, das müsste man einen Ökonomen fragen, mit wie viel man das heute multiplizieren müsste. Aber das Geld floss in rauen Mengen, da gab es noch relativ wenig E-Banking, das hatte auch seine Vorteile. Da wurden noch schubkarrenweise Dollarnoten herumgefugt und einer der neuen Millionäre wäre auch Samuel Prescott Bush. Und das ist niemand anderes als der Vater des alten George Bush, der Großvater von George W. Bush, der 9/11 miterlebt hat. Das war aber nicht nur die Finanzkontrolle, sondern es gab auch eine intellektuelle Kontrolle in Großbritannien. Da wurden namhafte Autoren aufgerufen und gebeten, sich doch wirklich für diesen Krieg auszusprechen, für die Weiterführung des Kriegs. Sehr berühmte Autoren, Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes Autor, dann Rudyard Kipling hat The New Army in Training und Chesterton, also ganz klare Propaganda gegen diese deutschen Barbaren, The Barbarism of Berlin. Insgesamt entstanden mehr als 1160 solcher Bücher und Pamphlete von durchaus renommierten Schriftstellern, wohl wissen die meisten, dass sie da eigentlich einen riesigen Stuss zusammenschrieben. Und einer hat es gesagt, ich weiß nicht mehr, wie dieser sehr sympathisch aussehende Gentleman in der Mitte heißt, it is sometimes necessary to lie damnably in the interest of the nation. Also manchmal ist es sehr nützlich oder notwendig, verdammt zu lügen im Interesse der eigenen Nation. Was angestrebt wurde, war die totale Kontrolle, um ein Ziel zu erreichen. Ihr erinnert euch vielleicht an den ersten Teil, nämlich, dass die USA und Großbritannien wieder näher zusammenrutschen, dass die englisch sprechende Rasse die große Dominanz auf diesem Planeten bekommen wird. Flankiert waren sie von sogenannten Non-Profit-Organisations, also das Carnegie Institute, ob das wirklich Non-Profit ist, sei mal dahingestellt, und noch anderen. Das ist heute nichts anderes, als wenn George Soros mit seinen Non-Profit-Organisationen irgendwelche Farbrevolutionen anzettelt. Es ist nicht nur George Soros, es gibt noch andere solche, oder? Und das Ziel ist erreicht worden. Man hat aus der amerikanischen Industrie eine Kriegsindustrie geschaffen. Nun, Deutschland wegen der Seeblockade der britischen Marine, die Bevölkerung, die war kurz vor dem Verhungern. Also hat man sich entschlossen, das zu einem ultimativen Mittel, damals gab es ja noch keine Atombombe wie 1945, zu greifen, nämlich den U-Boot-Krieg um die britischen Inseln herum. Dummerweise wurden da natürlich auch amerikanische Boote getroffen, welches Supply, Unterstützung, Waffen, Material, Lebensmittel für Großbritannien brachten, und tatsächlich die U-Boot-Flotte der Deutschen war sehr erfolgreich. Man sieht, im Januar 17 ist diese Entscheidung gefallen, wie die versenkten Registertonnen immer mehr zunehmen. Nun, alles hat ein Ende. Im Juli 17 ging das wieder rückwärts. Und zwar der Grund war, dass diese Schiffe in Konvois begleitet von Kreuzern und anderen Schlachtschiffen mittlerweile fuhren. Also die deutschen Erfolge gingen massiv zurück. Auch auf den Schlachtfeldern hatten die Deutschen nicht mehr so viele Erfolge zu verzeichnen. Und der German Reichstag beantragte dann oder beschloss oder verabschiedete eine Friedensresolution. Aber in diesem Moment war Deutschland in der Tat schon fast eher eine Militärdiktatur von Hindenburg und Ludendorff, in der Mitte Kaiser Wilhelm II. Und die beiden Generalstabs- und Heeresführer überzeugten den Kaiser, militärisch weiterzukämpfen, also noch nicht auf ein Friedensangebot einzugehen. Weitere Friedensangebote wurden dann
von den Alliierten boykottiert, unter anderem auch von Georges Clemenceau, der im November 17 Premierminister wurde von Frankreich. Man nannte ihn auch den Tiger und er war ein unglaublicher Deutschhasser. Und seine Devise war ganz, ganz klar, Deutschland muss die totale Kapitulation unterschreiben und sonst wird gekriegt, bis sie total am Boden sind. Eine seiner Visionen oder seiner Werte war auch, der Krieg ist viel zu seriös, als dass man das ausschließlich dem Militär überlassen musste. Also das war für ihn absolute Chefsache, wie lange da gekämpft wird und wie blutig, völlig egal, wie viele junge Männer, damals gab es noch keine Soldatinnen, draufgehen. Dann in der Schlacht von Cambrai am 20. November 17, das war die erste wirklich ganz große Panzerschlacht, da kamen 400 britische Panzer, überrollten dort die Grenze, aber die Deutschen ließen sich auch da nicht unterkriegen, sie haben sie nicht nur gestoppt, diese Panzer, sie sind tatsächlich auch größtenteils zerstört. Und jetzt machen wir einen Schritt an die Ostfront, was war da los im Februar? Da war ein Lenin und ein Trotzki, die erste Revolution, die Februarrevolution, die war mehr trotzkistisch. Und dann allerdings im November die bolschewistische Revolution mit Lenin. Die russische Bevölkerung, die war am Verhungern nach dem russisch-japanischen Krieg mit der Niederlage von Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie revoltierte gegen den Zaren, der wurde abgesetzt. Lenin übernahm die Macht, etablierte den Kommunismus. Aber die Armee war natürlich auch am Boden, sodass die Deutschen eigentlich eine Front weniger hatten. Also das heißt, sie konnten wirklich viele Divisionen abziehen an die Westfront, wo sie dringend gebraucht wurde. Finnland hat Unabhängigkeit nach dem russisch-finnischen Krieg deklariert im Niki-Naki-Tag am 6. Dezember 1917 und Russland unterschreibt einen Waffenstillstand eine gute Woche später. Also das heißt, sie wollen nicht mehr kämpfen, sie können nicht mehr kämpfen. Die Armee ist demoralisiert und völlig am Boden. Das heißt, weitere deutsche Truppenverbände können von der Ostfront an die Westfront verlegt werden. Das ist natürlich die ganz große Krise der Alliierten, also von England und Frankreich. Aber, erinnert euch an die letzte Sendung zurück, the Yanks are coming. Die amerikanische Armee war in den Krieg eingetreten im April 17 hat Woodrow Wilson Deutschland den Krieg erklärt. Also sie waren auf dem Marsch nach Europa, die Verstärkung NATO. Es lohnt sich noch einen Blick, auch aus aktuellen Gründen, in den Nahen Osten zu werfen, was da 1917 los war. Zuerst ins 16 noch, da kam dieses berühmte Sykes-Picot-Abkommen, das ja zwischen Frankreich und England gewissermaßen den Mittleren Nahen Osten vollständig aufteilte. Und da sind ja zum Teil mit dem Lineal gezogen, die neuen Staaten entstanden, die Grenze von Syrien und Irak, nicht unbedingt entlang von wirklich gewachsenen Völkerlinien, sondern wie es die Franzosen und Engländer gerne gehabt haben. Und Abu Bakr al-Baghdadi hat ja dann gesagt, dass diese ganzen Angriffe des Islamischen Staates nicht aufhören werden, bis der letzte Nagel in diesem Sarg von diesem unsäglichen Sykes-Picot versenkt sein würde. Gleichzeitig, also man muss sich vorstellen, die Engländer hatten so ein großes Imperium, die hatten immer noch Zeit und Muße, auch im Ottomanischen Empire, also gewissermaßen der Türken, zu kämpfen in der Schlacht von Kut. Im 24. Februar haben sie die Türken weit zurückgedrängt. Gleichzeitig kämpften sie aus Ägypten heraus die erste und die zweite Schlacht von Gaza. Also Gaza, das ist uns heute ein Begriff, achten wir darauf.
Und sie besetzten Bagdad, nachdem sie die Türken zurückgedrängt hatten, die Briten. Es gab dann einen Aufstand von Vereinigten Arabischen Freischärlern in Agapa am 6. Juli und die wurden beraten von einem Engländer, der besser bekannt ist unter Lawrence of Arabia. Dann aber in der dritten Schlacht von Gaza am 31. Oktober 1917, der Durchbruch der Engländer, die haben die Ottomanen, Türk-Ottomanen weiter zurückgedrängt und nach 400 Jahren wieder Jerusalem besetzt. Und das hat ihnen dann so viel Spaß gemacht, dann kam die berühmte Balfour Declaration, dieser Balfour, auch mal englischer Premierminister war, hat dann an Lord Rothschild, Rothschild natürlich, aus der Banker-Dynastie geschrieben, dass jetzt den Juden ein eigener Staat in Palästina garantiert sein würde. Dummerweise haben die Briten das auch den Arabern versprochen dort, also da gab es dann einen sogenannten Konflikt auf Interesse und dieser Lord Rothschild, der war Zoologe, ich weiß nicht, ob er Veterinär war, aber auf jeden Fall Zoologe, hatte auch irgendwie einen an der Waffel, ließ sich von Zebras ziehen und ritt auf Schildkröten, und also das ist wirklich das schlimme Bankersbild, man zieht irgendeinem etwas durchs Maul und wenn es kritisch ist, nimmt man es einem wieder weg. Gehen wir ins letzte Kriegsjahr, 1918, was war da los? Große Verbände, wie gesagt, wurden im November, Dezember, Januar weggebracht von der russischen, von der Ostfront, da braucht es nichts mehr. Russland hatte kapituliert, Friedensvertrag, Waffenstillstand unterschrieben und Deutschland lancierte wieder einen heftigen Angriff an der nordöstlichen und nordwestlichen Grenze zu Frankreich. Drang auch wieder in stark in französisches Gebiet ein, also erfolgreich als ein Jahr zuvor in der Schlacht von Verdun. Aber irgendwann kehrte das. Deutschland litt immer noch auch Hunger wegen der nach wie vor bestehenden Seeblockade, der überlegenen britischen Flotte und the Yanks were coming, also die rollten jetzt wirklich an, um immer mehr Leute, Zehntausende von Soldaten da nach Frankreich an die Westfront zu bringen. Und dann entschied sich Erich Ludendorff quasi die absolute Endschlacht zu führen, die ja bekannt unter die Kaiserschlacht. Gleichzeitig hat Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident, seinen 14-Punkte-Plan veräußert. Wir wollen nicht alle durchgehen, aber eines ist, dass die Unabhängigkeit, auch die Selbstbestimmung von der österreich-ungarischen Monarchie, von Deutschland, aber auch die Gründung einer Art UNO, dann der freie Handel auf den Meeren, eine Reduktion der Waffenstärke aller beteiligten Länder, also durchaus ein vernünftiger 40-Punkte-Plan. Der wurde aber von den Engländern und von den Franzosen, natürlich auch von Ludendorff, kaum zur Kenntnis genommen, also das ging dann weiter. Am 3. März unterschrieben die Russen in Brest-Litovsk tatsächlich den nicht nur einen Waffenstillstand, sondern auch einen Friedensvertrag, 3. März 2018. Noch mehr Truppen konnten die Deutschen abziehen an die Westfront und dann kam jetzt diese Battle of the Kaiser, die Schlacht aller Schlachten. Ludendorff sagte so, jetzt machen wir den Endsieg bereit und tatsächlich, es gab anfänglich auch noch größere Erfolge. Man sieht, es waren die Engländer, es gab ein paar Australier, fragt mich nicht warum, und es gab die Franzosen, die Amerikaner waren noch nicht da und die hatten neue Techniken, neue Infiltrationstechniken. 21. März, Operation Michael, große Sieg für die deutschen Truppen, aber dann kehrte es mit zwei entscheidenden Vorgängen. Marschall Foch wurde der Oberstbeauftragte der französischen
Truppen und die Alliierten hatten plötzlich Oberwasser im Luftkampf. Also das war der erste Krieg, wo auch, man sieht diese Flugzeuge, heute würde man die berechnen, aber auch die konnten schon Bomben abwerfen, hatte die Oberhand gewonnen. Am 21. April 1918 wurde Manfred von Richthofen, sogenannter der Rote Baron, der erfolgreichste Kriegspilot im Ersten Weltkrieg, wurde abgeschossen von der französischen Armee, wurde dann aber von den Alliierten mit großen militärischen Ehren begraben. Also die Lufthoheit, neue Taktik, führte dazu, dass sich das Blatt zu wenden bekam. Im Frühling 1918 erstes großes Bombardement in Deutschland von Köln. Und Ludendorff hatte aber noch nicht genug. Er wollte nochmals angreifen, etwas südlicher, in der Operation Blücher-York am 27. Mai. Das ging schief, weil, was sieht man jetzt? Jetzt sind plötzlich die Amerikaner da. Mit guten Waffen, mit modernen Waffen und mit 1 Million Mann plötzlich in Frankreich, also nicht nur mittendrin, sondern voll dabei. Gleichzeitig, das fasziniert mich in Anführungs- und Schlusszeichen immer wieder, hatten die Alliierten noch den Nerv, nach Murmansk zu gehen, das ist der heutige russische Kriegshafen, oder? Haben dort auch noch sich stationiert und in Russland eingegriffen, weil dort herrschte jetzt Bürgerkrieg nach diesen Revolutionen. Dann der definitive Kollaps der deutschen Armee, anfänglich noch bei der zweiten Marne-Schlacht, anfänglich noch ziemlich frech, gewisse Erfolge verzeichnend, aber das Blatt kehrte sehr, sehr schnell. Ludendorff wurde, man kann sagen, da ein erstes Mal entscheidend geschlagen und seine ganze Offensive im 18, also die Schlacht des Kaisers, der Kaisers Battle, hatte über 600.000 Tote auf Seiten der deutschen Armee, man kann sich das kaum vorstellen, zur Folge gehabt. Und dann kam der Todesstoß, der Battle of Amiens, am 8. August, eine verheerende Niederlage. Man sieht, hier sind auch Australier dabei. Eine vernichtende Niederlage der deutschen Armee, die immer weiter zurückgedrängt wurde. Und Ludendorff hat dann diesen 8. Mai 1918 als schwärzesten Tag der deutschen Armee bis dato bezeichnet. Die Deutschen waren demoralisiert, sie waren am Verhungern, sie hatten keinen Kampfgeist mehr, sie wollten eigentlich nur noch ihre Ruhe haben, schlafen, nach Hause gehen, ihre Verwundeten pflegen und so weiter. Aber die Alliierten, das ist eben Krieg, haben dann zur 100-tägigen Offensive aufgerufen und die Deutschen, man sieht es hier, immer weiter wieder zurückgedrängt Richtung Deutschland, ursprüngliches Deutschland. Und jetzt haben auch die beiden Hindenburg und Ludendorff eingesehen, das macht keinen Sinn mehr. Wir müssen diese ganze Kriegsspielerei beenden, haben Kaiser Wilhelm II. Informiert. Trotzdem, am 4. Oktober wurde auch Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident, über ein Waffenstillstandsbegehren oder sogar ein Friedensverhandlungsbegehren der Deutschen informiert. Es gab ja da auch noch eine andere Front in Italien, nämlich zwischen der österreichisch-ungarischen Armee und Italien kam es am 24. Oktober zur Schlacht von Vittorio Veneto. Da haben die Österreich-Ungarn auch eine unglaubliche Schlappe gezogen mit über 400.000 Casualties, also Opfern. Italiener sind man kann fast sagen, mit einem blutigen Auge davongekommen. 37.000. Und trotzdem gab es nochmals, also man kann vielleicht vom ersten Selbstmordattentat sprechen, bekam die deutsche U-Boot-Flotte nochmal den Auftrag, einen Selbstmord-Rush zu machen in der Nordsee. Das wurde dann aber von der eigenen Armee verweigert. Man desertierte scharenweise. Es kam zur Revolution auf den deutschen Straßen. Der Kaiser ist
zurückgedreht. Das war eine Forderung von Woodrow Wilson nach dem Waffenstillstandsbegehren am 4. Oktober 18 der Deutschen. Deutschland muss sich aus allen eroberten Gebieten zurückziehen und der Kaiser muss abtreten. In der Tat wurde dann auch die Deutsche Republik verkündet. Und einige Tage später, nach dem 4. November, am 11. November in einem Wald bei Compiègne, in der Nähe von Paris, das war der 11. November, kam es zur Kapitulationsunterzeichnung in einem Eisenbahnwagen von Marschall General Foch. Wurde um 5 Uhr morgens, dass der Eisenbahnwagen restauriert, wieder rekonstruiert, wurde der Friedensvertrag oder der Kapitulationsvertrag, es war der Kapitulationsvertrag, unterschrieben. Erstaunlicherweise im genau gleichen Eisenbahnwagen hat dann Hitler die Franzosen gedemütigt 1940 und sie mussten dort die momentane Kapitulation unterschreiben. Also dort, wo die Deutschen gedemütigt wurden, 22 Jahre später, hat dann Hitler mit einem nicht zu verkennenden Sadismus die Franzosen wieder zu Tisch gebeten, nur aus einer anderen Position. Nun, die Welt jubelte, Europa jubelte und an der Front hatte man keine Ahnung am 11. November, dass Frieden war. Man war erschöpft, es gab weniger Schüsse, man traute dieser ganzen Geschichte noch nicht, man verpflegte sich mit dem, was noch übrig war, man pflegte die Verwundeten immer in Erwartung, dass es gleich wieder weitergeht wie in den letzten Jahren. Und weitere Opfer und Schwerverletzte zur Folge haben würde. Man tröstete Kameraden, man beruhigte Kameraden, man begrub und betrauerte Kameraden und viele fielen einfach in einen endlosen und erschöpften Schlaf. Es wurden noch 6 Stunden weitergekämpft. Bis zur 11. Stunde, bis 11.00 Uhr, bis dann der Kapitulationsvertrag auch an die Westfront durchgedrungen ist und der letzte Verstorbene, das letzte Opfer ist Sergeant Henry Gunther, der genau eine Minute vor 11, also eine Minute vor dem Waffenstillstand, sein Leben noch lassen musste. 3 Tage später hat General Lethoff Vorbeck in Ostafrika sich ergeben. Er hat dort natürlich auch gegen Briten und Belgier gekämpft, hat keine einzige Niederlage bezogen, aber in Anbetracht, was im alten Europa von sich ging, hat er auch kapituliert. Er gilt heute noch als einer der größten Buschkämpfer, Guerilla-Führer, die es offenbar je gegeben hat. Wenige Tage vor Deutschland hat schon Österreich-Ungarn Waffenstillstände unterzeichnet, Bulgarien auch, die waren in einem ganz bitteren Krieg gegen Jugoslawien, also da, plötzlich war das so ein Hype, alle haben jetzt diese Kapitulationsverträge unterschrieben und Europa wurde neu sortiert. Nach über 100 Jahren kam es wieder zu einem Staat Polen. Es kam zu einem Staat Rumänien, es kam zu Jugoslawien, Ungarn, Tschechoslowakei, Österreich, also das wurde alles wieder neu aufgemischt und dann im Januar 1919 begannen diese Friedensverhandlungen, Frieden in ganz großen Anführungs- und Schlusszeichen, in Versailles bei Paris und da war natürlich die Absicht der Sieger, sich so richtig an Deutschland zu rächen. Wir haben immer noch den Tiger im Spiel, Clemenceau, der einer der größten Deutschlandhasser, hier im Bild mit Woodrow Wilson. Deutschland wurde dazu verknurrt, sämtliche eroberte Gebiete wieder zurückzugeben, also Elsass-Lothringen, dann bei Dänemark, dann die ganze Geschichte mit Schlesien, Preußen, mit dem Korridor von Danzig, Teile der Tschechoslowakei, auch im Baltikum, sämtliche Kolonien, die Deutschland hatte. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass die so viele Kolonien hatten. Also Südwestafrika war mir noch ein Begriff. Togo, Kamerun,
East Afrika, das wurde alles unter den Siegermächten, also vor allem natürlich La France und England, aufgeteilt. Und der schlimmste Artikel, meiner Meinung nach massiv dafür verantwortlich, dass wir noch in einen Zweiten Weltkrieg gelaufen sind und dass auch ein Flachmaler wie Adolf Hitler überhaupt eine Chance hatte, sich so auszubreiten. Oder? Da steht übersetzt, Deutschland akzeptiert die Verantwortung, sämtliche Schäden und Zerstörungen bei den Alliierten und ihren zugehörigen Regierungen verursacht zu haben, als Konsequenz des von ihnen mit ihrer Aggression implementierten Krieges. Was, wie wir wissen, natürlich absolute Geschichtsklitterung ist und meistens, wie man sagt, schreiben die Siegermächte die Geschichte und nicht die Verlierer. Und der schon mehrfach erwähnte General oder Marschall Foch hat das sehr, sehr treffend gesagt: This is not a peace, it is an armistice for 20 years. Also das ist kein Frieden, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Man muss ihn als Kristallkugelgucker, als Visionär bezeichnen. Im Juni 1919 wurde dieser Vertrag unterschrieben und 1939 ging der Zweite Weltkrieg los und da braucht man keinen Taschenrechner, um zu sehen, dass dieser Vertrag tatsächlich alles andere als in Europa Frieden gebracht hat. Jan Smuts, ein südafrikanischer General, der Flughafen in Johannesburg war noch bis vor nicht langer Zeit nach ihm benannt, hat ungefähr genau das Gleiche gesagt. Also das war absolute Rache, das war Revanchismus. Deutschland wurde zu extrem hohen Reparationszahlungen verurteilt. Sie mussten praktisch die ganze Industrie stilllegen, vor allem alles, was mit Stahl irgendwie zu tun hatte. Sie mussten unzählige Lastwagen, Panzer, Gewehre, alles musste an die Alliierten abgeliefert werden. Und Deutschland erlebte ganz schlimme Hungerwinter in den 20er Jahren. Und es war natürlich klar, dass das der Nährboden war für einen extrem sozialen Unfrieden und eben, dass da sich Rattenfänger wie Hitler mit ihren zum Teil verschobenen Theorien breit machen konnten. Und die Bilanz, es starben fast 10 Millionen Soldaten im Ersten Weltkrieg, unzählige wurden lebenslang behindert oder schwerst verletzt. Man spricht von 7 bis 8 Millionen toten Zivilisten, also da wurde der Krieg eben noch nicht so in den Städten und ausgetragen, sondern wirklich auf diesen Schlachtfeldern, die wir jetzt zum Teil gesehen haben, also das schlimmste Gemetzel, das die Menschheit bisher erlebt hat und die Moral der Geschichte nochmals, es gab 21.000 neue Millionäre und Milliardäre und die wenigsten in Europa, die meisten in Amerika, die da ihren, ohne je einen Schuss abgefeuert, geschweige denn je irgendmal einen Bollendreck gespürt zu haben oder eine Nacht draußen verbracht zu haben, sich ihre im wahrsten Sinne Kriegskasse massiv gefüllt haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Geschichte auch immer von anderen Seiten anschaut und nicht nur die Bücher nimmt, die irgendwelche Siegermächte geschrieben haben. Und auch hier gilt der Spruch, qui bono, wem nützt es? Oder noch besser, noch ehrlicher, noch direkter, always follow the money. Also folge immer dem Geld, dann weißt du auch, woher die Motive kommen. Nun, das war's von unserer Seite in 2019. 100 Jahre später übrigens, ihr wisst, 1919, Vertrag von Versailles, da wurde überhaupt nichts berichtet in unseren Medien, da hat man zu Tode geschwiegen, aber auch das ist halt eine Geschichtsschreibung der Siegermächte und zu denen gehört halt der Westen, mit Ausnahme von Deutschland, halt immer noch. Nun, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart, ganz frohe Festtage, trotz diesem kriegerischen Geschehen noch, in der letzten Sendung und ich hoffe, ihr seid wieder dabei im 2020. Erzählt weiter vom KIMI-Report, schmeißt es mal auf Facebook, teilt es auch,
dass diese Gemeinde noch etwas mehr wächst. Kommentiert auch und alles Gute, guten Rutsch und vor allem viel Gesundheit und Peace.